Ja, willkommen zurück. Mein Name ist Marius Ebert. Ich bin Spezialist für leichtes und schnelles Lernen und habe zu verschiedenen IHK-Abschlüssen, aber auch zu anderen Themen Lernhilfen produziert. Und in diesem Video geht es darum, Ihnen weiter den Rahmenplan vorzustellen zum Handelsfachwirt. Wir sehen nochmal die Hauptstruktur. Hier sind die Hauptfächer Unternehmensführung, Führung und Personalmanagement, Volkswirtschaftslehre, Beschaffung und Logistik, Handelsmarketing und verschiedene Wahlfächer. Und bei zwei Fächern, nämlich bei Unternehmensführung und bei Handelsmarketing, haben wir uns in den vorherigen Videos schon die Unterpunkte angeschaut. Schauen Sie hier bei Handelsmarketing die Unterpunkte und bei Unternehmensführung und Steuerung die verschiedenen Unterpunkte hier. Und hier geht es heute um Führung und Personalmanagement in diesem Video. Und die ersten beiden Punkte sind Führungsgrundsätze und Personalpolitik. Ich fasse das mal zusammen, obwohl es im Rahmenstoffplan zwei Hauptpunkte sind, weil das beides sehr grundsätzliche Dinge sind. Führungsgrundsätze, da hört man es schon, und Personalpolitik. Politik bedeutet auch immer grundsätzlich Fragen von Führungsstil zum Beispiel und generell, wie gehen wir mit den Menschen um. Dann der nächste Punkt, Beurteilungsgrundsätze, das heißt, nach welchen Kriterien messen wir? Nach welchen Kriterien bewerten wir die Menschen? Dann Personalbedarfsgrundsätze, das Kosten, Einsatzplanung, ziemlich umfangreich, Personalbedarfs-, Personalkosten und Personaleinsatzplanung. Ja, das braucht man, glaube ich, nicht zu erklären, das spricht für sich, was hier gemeint ist. Ich gehe immer nach Rahmenplan vor. Das nächste Thema heißt Organisations- und Personalentwicklung. Ich kürze wieder ein bisschen ab und schreibe Personalentwicklung. Ein Thema, das immer wichtiger wird, denn die Änderungen draußen sind immer rasanter und das bedeutet Schulung für die Mitarbeiter, neue EDV zum Beispiel, neue Servicepolitik und so weiter. Und da muss geschult werden. Personalmarketing, auch ein Gebiet, das immer wichtiger ist. Früher nannte man das Personalbeschaffung, heute spricht man von Personalmarketing. Wie finde ich die richtigen Leute? Dann Controlling. Auch das ist nichts Neues für uns. Controlling ist etwas, was uns in jedem Gebiet bisher begegnet ist. Auch hier oben, schauen Sie, bei Unternehmensführung und Steuerung ist Controlling dabei, nur nicht richtig geschrieben. Controlling, so jetzt ist es richtig geschrieben. Hier auch Controlling heißt Steuerung des Ganzen. Dann kommen die Frage der Entgeltsysteme, also wie entlohne ich die Menschen? Da gibt es verschiedene Ansatzpunkte, die wir lernen werden. Dann auch ganz schön, Konfliktmanagement. Konflikte sind immer so ein bisschen unangenehm, fühlen sich unangenehm an. Wie geht man damit um? Wie geht man konstruktiv mit Konflikten um? Denn man kann Konflikte auch sehr positiv sehen. Dann Moderation und Präsentation. Das ist die Frage, wie ich etwas gut rüberbringe. Eine neue Idee, ein neues Konzept. Wie bringe ich das gut rüber? Ja, das sind die wesentlichen Punkte zu Führung und Personalmanagement. Hier sehen wir sie noch einmal. Ja, der Faktor Mensch, der immer wichtiger wird in der modernen Unternehmensführung. Hier geht es genau um diesen Punkt. Ja, wenn Sie das interessiert, dann schauen Sie mal unter spaßlerndenk-shop. Dort finden Sie diverse Lernhilfen für den Handelsfachwirt, zum Beispiel Lernkarten und auch MP3s. Vielen Dank, mein Name ist Marius Ebert. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang buchen muss. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video.
Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.